Was? Nanu. Was ist denn das? Hey du! Wer bist du? Weißt du, wie du hierher gekommen bist? Ich bin Erwin. Und ich bin von so einem großen, lauten, rollenden Ding runtergefallen. Mein Name ist Kohlmann und ich weiß nicht... Was ist los mit dir? Wenn ich aufgeregt bin, bekomme ich immer diesen Schluck auf. Und das rollende Ding, von dem du erzählt hast? Weißt du, wo es mit dir hin wollte? Ich weiß nicht. Wo kam denn das Ding her? Ich weiß nicht. Oh Mann, was soll ich denn jetzt mit dir machen? Am besten wartest du hier, bis das rollende Ding wiederkommt, um dich mitzunehmen. Ein Mist aber auch. Miau. Cool. Wer? Was? Wie hast du? Oh mein Gott. Miau. Miau. Oh Gott. Habe ich dir nicht gesagt, du solltest da drüben auf den LKW warten, von dem du gefallen bist? Was ist ein LKW? Ein LKW! Das rollende Ding! Ach, egal. Du wirst doch sicher schon überall gesucht. Aber du hast mich doch jetzt gefunden. Was? Mach einen Abgang, du Zwerg! Mit mir würdest du keinen Tag in dieser Stadt überleben. Aber wo gehst du jetzt hin? Das geht dich gar nichts an, du Nase. Tschüss. Siehst du, hab ich's dir nicht gesagt? Was ist mit dir? Geht's dir nicht gut? Mir ist so warm. Ja. Nicht ungefährlich. Keiner darf uns hier entdecken. Wir müssen auf jeden Fall ganz leise sein. Psst. Entschuldigung.
Was ist das denn? Das ist ein Kühlschrank, du Nase. So, hier kannst du eine kleine Weile bleiben. Hier kannst du dich abkühlen, bis ich dich hole. Verstanden? Okay. Bad in der Kälte beenden. Auf geht's. Wir müssen hier verschwinden. Komm. Was ist das? Raus hier. Verschwindet. Hui. Raus. Hau ab. Hau ab. Verschwinde. Komm. Ruhe, Mann. Komm schon. Alles gut? Oh Mann. Na, Kuhlmann, wen hast du denn da kennengelernt? Oh, hallo Eule. Bei dem musst du aufpassen. Eule weiß einfach alles. Das ist Erwin. Er ist mein neuer Freund. Ich habe ihn hinter den Mülltonnen gefunden, hier gleich bei den... Und du denkst wahrscheinlich, du kannst ihn einfach so behalten. Nein. Ich behalte ihn doch nicht. Er gehört mir doch gar nicht. Wo wohnst du, kleiner Mann? Ich finde schon etwas, wo er wohnen kann. Und? Hast du schon eine Idee? Nee. Dein kleiner Freund hier ist ein Pinguin. Er kann nicht wie du in dieser Stadt wohnen. Sein natürlicher Lebensraum ist... ist... Moment, ich... wo hab ich's? Hier! Pinguine leben die meiste Zeit im Wasser. Oh, jetzt hält er wieder einen seiner Vorträge. Pinguine leben etwa zwischen dem 45. und 60. Breitengrad südlicher Seite. Die meisten findet man in der Antarktis, also am Südpol. Und weißt du, wie das Wetter dort ist? Es ist kalt. Arschkalt. Das ganze Jahr über. Es herrscht dort eine Jahresdurchschnittstemperatur von minus 55 Grad Celsius. Das ist schon ziemlich kalt, wenn ihr mich fragt. Ja, also das Problem ist schon gelöst. Ich setze ihn einfach wieder in einen Kühlschrank und dann rennt ihr täglich vor einer wütenden Hausfrau davon. Siehst du, hab ich doch gesagt. Dein kleiner Freund hier muss an einen Ort, wo er leben kann. Und wo man sich um ihn kümmert. Wo es wenigstens ein bisschen wie in seiner Heimat ist. Ja, und wo soll das sein? Na, streng dich mal ein bisschen an. Na, im Zoo. Bring ihn in den Zoo. Da wird man sich um ihn kümmern. Und da gibt es jede Menge Fisch. Fisch! Der Zoo befindet sich... auf der gegenüberliegenden Seite dieses Parks. Ja, genau. Ihr müsst nur einmal hier durch diesen Park gehen. Immer geradeaus. Aber... nehmt euch in Acht vor dem Parkwächter. Miau, ich weiß Bescheid. Meidet am besten die Wege und fallt nicht auf. Ja, ja, ist gut, Eule. Mit Parkschlechter gemein. Parkwächter? Das ist so ein alter, dicker Kerl, der hier alle Tiere einfängt, die ohne Menschen rumlaufen. Also solche Tiere wie wir. Er fängt sie, wirft sie in sein Auto und bringt sie fort. Kein
Kein Tier, das er bis jetzt gefangen hat, wurde jemals wieder gesehen. Er hat sie bestimmt alle gefressen. Nein, ich glaube, er macht Kuscheltiere aus ihnen. Na komm, wir müssen nur noch um diesen Teich herum und schon sind wir da. Er wird Erwin fangen, wenn er ihn sieht. Ich muss ihn retten. Erwin ans andere Ufer geschwommen. Thank you.
mich noch nicht. Du musst erst an mir vorbei, wenn du meinen Freund hier fangen willst. Hast du denn gar keine Angst? Warum? Ich pass auf dich auf und ich hab gar keinen Schluck auf. Erwin! Das muss er sein! Der Zoo! Kohlmann! Der Zoo! Wir sind da! Wir haben es geschafft! Ja, kleiner Freund. Da wirst du jetzt wohnen. Kommst du nicht mit? Nein, unsere Wege trennen sich hier. Für mich gibt es da drin keinen Platz, weißt du? Du wirst da viele neue Freunde finden. Und wann sehen wir uns wieder? Bestimmt schon sehr bald. Jetzt geh. Sie warten auf dich. Es wird dir da sehr gefallen. Ich will aber lieber bei dir bleiben. Das geht nicht, das weißt du doch. Jetzt mach einen Abgang ins Werk. Soll ich dir was sagen? Ich wohne jetzt auch hier im Zoo. Eine der Pflegerinnen hat uns beobachtet und gesehen, dass wir zwei echt starke Kumpels sind. Deshalb hat sie mich aufgenommen und beschlossen, dass ich nun auch hier wohnen darf. Oh, super! Dann können wir uns ganz oft sehen. So oft wir wollen, Partner. Du, Erwin, hast du das Meer eigentlich schon mal gesehen? Das Meer? Nee. Tja, dann sollten wir uns mal auf den Weg machen, oder? Wirklich? Na klar, Partner, komm. Aber wo ist das Meer? Och, das gibt's überall. Überall? Man muss nur ein bisschen laufen, das ist das Problem. Oh, nö. Komm.
Komm, steig auf meinen Rücken. Auf deinen Rücken? Klar. Ich bin doch viel zu schwer für dich. Probier mal. Alle, hopp. Oh, oh, nein. Oh, Erwin, runter, geh runter. Da hab ich's nicht gesagt. Yeah. Danke. Come closer now, as close to me.